Boah, viel enger gestellt als letztes Jahr. Alterli, ist das eine Aussicht? Wo sind wir hier? Serfaus. Alter, wild, wir sind in Serfaus, Fisladis, hier sehen wir die Strada del Sole. Willkommen zurück zu einem weiteren Bikepark-Video, wie immer noch keine Abwechslung. Wir sind hier für 2 Tage, es gibt tolle Video. Erste, also eigentlich 2. Abfahrt, aber wir sind schon eine Runde gefahren, außer den Teil hier oben. Strada del Sole, Jumpline. Bisschen weit. Oh Gott, oh Gott! First three of the day, Alter! Boah, viel enger gestellt als letztes Jahr! Die ist groß. Hier unten gleich rechts rein. So, wir fahren super nett heute. Mal gucken, ob der dieses Mal ein bisschen natureller ist als letztes Jahr. Hä? Größtenteils immer noch so aus wie letztes Jahr. Wow! Alter, geil! Oh Gott! Oh nein, nicht inside! Ja, danke! Geh doch einfach auf die Seite! Ach du Scheiße! Alter, sind die rutschig. Alles gut? Bruder, ja. Kurzen Line-Check, geht's wieder weiter. Das war's. Hibi! Muss man jetzt mörderisch abbremsen. Ich verstehe nicht, dass sich Serfaus immer dabei denkt, dass man den Kack da noch lässt. Boah, Junge, aua! Dieser Start-Drop ist einfach zu flat. Boah, meine Eier, aua! Die ersten Wurzeln, die nicht rutschig sind. Alter, sind die rutschig. Boah, Junge, Alter! Ich bin total verbremst. Alles gut? Ja. Junge, ist schon ruppig teilweise.
Junge. Moin. Oh, leck. Das war gerade sehr unangenehm. Leck mir am Arsch. Hier sehen Sie wilde Personen. Oh ja! So, das war noch ein bisschen schneller an der Sohle. Du bist halt im Pack. Oh, das geht halt. Erstmal die GoPro küssen. Boah, Alter, von die Daune. Die Wirs sind schon mal ganz entspannt runtergerollt und hab den Verleins angeschaut. Und ich mache dann später auch noch einen Timerun, den ich euch dann noch einblende. So, das war schon mal falsch. Oder auch nicht. Ein bisschen schneller fahren wegen Wurzeln. Hier abziehen. Leo musste sich leider verabschieden, weil sein Dämpfer jetzt doch nicht irgendwie funktioniert. Ja, kommt davon, wenn man nicht rechtzeitig seinen Dämpfer service, deswegen service rechtzeitig euren Dämpfer. Ich werde mich jetzt nochmal auf die Daunen stürzen, nochmal ein paar Lines checken und dann danach euch den Timerun machen. Das werde ich euch dann wie gesagt einblenden und dann mache ich jetzt hier schon mal an der Stelle das Auto. Denn mehr wird nicht mehr passieren. Seaforce ist ein richtig cooler Bikepark, hat jetzt zwar nicht so viele Trails, aber die Trails, die da sind, sind richtig geil geshaped. Man kann unter den Abfahrten immer wieder wechseln, was wir jetzt gar nicht so oft gemacht haben. Also ehrlich gesagt eigentlich nie. Genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das wird jetzt, denke ich, erstmal eines der letzten Bikepark-Videos erstmal sein. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Abwechslung reinbekomme, weil war jetzt die letzten Wochen nur Bikepark. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein paar Dirtpack-Aufnahmen bekomme, sobald das Dirt jetzt endlich mal einsatzbereit ist. Ein paar Pumpcheck-Aufnahmen vielleicht, wobei die jetzt nicht so gefeiert werden von euch. No Dig No Ride, irgendwie sowas, oder Olympiapark, dass wir da mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich beim Zuschauen, liken, nee, liken müsst ihr sicher nicht. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen, Tipps und Verbesserungsvorschläge reinschreiben. Dann sehen wir uns am Mittwoch beim nächsten Raw-Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. Okay, let's go. Zeit läuft.
keine Kraft mehr. Fuck.